Cut. That's what I'm talking about. Was hältst du davon, wenn der Sekt schon eingekühlt ist oder Leiberl schon vorbereitet sind? Ja, jetzt hier bei der PK vor dem Spiel hatte ich natürlich gar nichts davon. Sollten wir dann irgendwann Meister werden, ist nichts da zum Feiern, dann wäre ich natürlich auch sauer, ist ja klar. Sei doch mal leise jetzt, ich muss mich doch auch konzentrieren. Dann hast du jetzt die einmalige Chance. Düdüm. Mach mit und mit etwas Glück nimmst du am Spielfeldrand auf der... Was für Bank ist das? Fanbank. Aus dem engsten Trainerstab bleiben René Aufhäuser und Herbert Ilsanker hier. Hatten die beiden keine Lust, mit ihnen mitzukommen oder hatten sie keine Lust, die beiden mitzunehmen? Das ist aber streng gefragt. Munas Dabur bleibt auch E-Sportler bei uns. Der hat dann einen Doppelvertrag. Er spielt in Sevilla und E-Sport macht er für Salzburg. Und WLAN bleibt auch angeschaltet. Damit am Spielfeldrand auf der, ich vergiss die Bank immer. Fanbank, okay. Wie groß ist die Chance, dass er morgen auf dem Spielfeld steht, dass er morgen spielt von Anfang an? Das sagst du ja am Carlo, wenn ich dir das jetzt sage. Gibt es ein Szenario, das sich ereignen kann, dass das 71., dass der 71. Sieg zum schönsten wird? Ja, wenn man halt weiterkommt, dann wäre, ja, sind wir ausgeschieden. Ich habe gesagt, dieses Ballspiel könnte besser werden. Ja. Das Ballspiel war gut, Maria. Okay, Entschuldigung, bitte dann noch einmal. Ich habe gefunden. In die Röhre gucken, als man will. Also da. Wohin möchten Sie dann schauen, bitte? Jungs, ich habe noch Platz. Jungs, ich habe noch viel. Jungs, ich habe noch viel. Du hast ja irgendwas falsch verstanden. Die Karawane zieht weiter am Sonntag. SK Rapid Wien. Schwieriges Match. Stefan. Jetzt soll ich auf was noch? Denken Sie, dass Sie gut genug für Champions League sind? Was wir denken, ist in dem Fall egal. Wir sind nicht dabei. Und es ist auch ein schwieriges Thema für uns. Uns wird dann im Winter die Hälfte der Punkte weggenommen. Und selbst wenn die anderen dann nur die Hälfte der Punkte haben, verlierst du auf sie nochmal die Hälfte. Puh, so Mathematik. Das müssten wir durchrechnen. Ja. Also in dem Fall ist dann sozusagen das Glas für uns wahrscheinlich halb voll und für die meisten anderen, für uns ist halb leer. Ach. Was weiß ich. Hey Leute, ich glaube, ihr habt's gewonnen. Hey Leute, ich glaube, Hey Leute, ich glaube, ich hab's gefunden. Oh!